Meine Allerliebsten, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Wir sind heute hier in Berlin-Weißensee im sozialen Brennpunkt, wo Aaron Troschke 90% seiner Kapitalanlagen hält. Sind wir heute hier im Kiosk. Und ich der darf Kiosk. Heute, übrigens, aktuell im Lotto-Jackpot 7 Millionen. Kommt bei uns Lotto spielen, weil bei weil uns... Weil ich aber gerne trotzdem mein Geld aufbessern möchte, habe ich heute... Mann, wenn eine Straßenbahn kommt, warte mal kurz wegen dem Ton. Das lernt jedes Kind. Ach so, ich dachte, weil ich mein finanzielles Level gerne noch ein bisschen aufbessern möchte, habe ich heute einen 400-Euro-Job angenommen und werde heute bei Aaron ein bisschen im Laden arbeiten. Kommt auch ruhig mit rein. Ja, wir haben hier im Kiosk wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir haben hier die Robs-Chips. Hast du schon mal probiert? Die Robs-Chips schmecken alle wie Arsch. Nein, okay. Natürlich Robs. So wie Chips sein müssen. Perfekt. Hier oben haben wir noch Perfekt-Wodka. Troschis, ich weiß nicht genau, was es sich, also was das ist, weil Kirsch? Die, das ist so wie Alge nur in schlecht, oder? Nee, das ist wie Alge in günstig für die Zielgruppe von mir. Alles klar, also für Arbeitslose. Ja. Ich bin heute hier, damit Aaron mich fernsteuern darf. Wir können mal ganz kurz nach hinten gehen. Also ihr kennt den Kiosk ja bestimmt schon aus den Videos. Wenn nicht, dann könnt ihr das gerne einmal alles auschecken. Ganz wichtig ist aber der Teil hier hinten. So, ihr seht hier einmal diesen wunderschönen Bildschirm. Da ist Aaron, man sieht mich mit der Kamera. Wir haben mehrere Kameras im Laden verbaut. Aaron darf mich über dieses Mikrofon fernsteuern. Das wird ein absoluter Traum. Ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Viel Spaß. 5,90 sind das. Ja. Sag einfach zum Kunden 5,90. 5,90 bitte. Geben Sie mal. Stecke ich mir eine Tasse. Ja. Tasche. Geben Sie mal bitte. Stecke ich mir eine Tasche. Wenn die Kasse nicht geht, ist meins. Wunderbar. Dann hätte ich gerne einen Freundschaftskaffee. Ein Freundschaftskaffee? Natürlich. Na zu jedem Freundschaftskaffee ja. Gibt es auch eine Freundschafts-High-Five. Und zu dem Freundschaftskaffee gibt es auch einen Freundschafts-High-Five. Mega geil. Mega geil. So. Und jetzt ein High-Five auf Marc seinen Arsch und sagst, Mann, ist der knackig. Was ist das geil. So, einmal für Sie. Sie haben ja nicht mehr lange Zeit. Ich sehe den Sensenmann schon. So, ein Käffchen kommt Sie noch. Haben ja nicht mehr lange Zeit. Ja, Sekunde, ich sehe den Sensenmann den schon. Ganz kurz, ne? Den Kaffee gibt es aber ohne Spucke. So, dann machen wir den heute mal ohne Spucke, den Kaffee, ne? Ohne Spucke. So frei sind wir. Ein Deckel. Die sind da das, hinten in der Ecke. Genau, da vorne, so. Da sehen wir nicht mehr allzu viel Zeit. Schönen Tag noch, ich sehe den Sensenmann ja schon. Bitteschön. Ja. Einmal die Presse. Und einmal Lotto. Einmal Lotto. Oh, bei uns Euro. Hat man immer mehr Glück. Bei uns hat man immer mehr Glück, ne? Hier gewinnen die meisten ja. Glücksspiel lohnt sich. Nimmst du auf jeden Fall einen 20er aus der Tasche und sagst, den haben sie schon gewonnen. Ja, gib ihm 20 Euro, okay. Sag, guck, hier schon bei uns gewonnen. So, da haben wir schon den glücklichen Gewinner, die haben sie heute schon gewonnen. Sie sind der 1 Millionste Kunde? Sie sind der Einzige, die es heute hier gewonnen haben, bitteschön. 1 Millionste Kunde? Ne? Sie ja. Sind der 1 Millionste Kunde. 1 Millionste Kunde sind sie heute hier, Wahnsinn. Alle mal klatschen hier für unseren 1 Millionsten Kunden. Ja. So, einmal die Zeitung, bitteschön. Ja. So, und jetzt noch den Lotto-Jackpot holen. Lotto? Ne, ist für Sie. 6,50 bezahlen wir direkt damit. Na klar doch. Ja. Na, ihr Schülschwänzer? Ja, habt ihr keine Schule? Ah, nee, so dumm wie ihr aussieht. Ja, wollt ihr Alkohol kaufen? Ihr seht dumm aus, da geht man nicht zur Schule. Ihr seht eh blöde aus, da geht ihr nicht zur Schule, ne? Ja. So. Jetzt nimmst du dir den hellen Troschi hinter dir, ja. Dass ihr heute was lernt und machst einen Tornado. So. Entzünde den Troschi-Tornado. Entzünde den Tornado. Ah! Okay, ja, geil. Traum, boah, schmeckt aber. Mmh, Wahnsinn, so zwei Snickers, ne? Die kann ich scannen. Schmeiß die einfach in den Raum rein. So, hol. Wunderbar. Perfekt, danke schön. Nein. Natürlich, klar, gerne doch. Das kostet aber 3 Euro. Das kostet aber 3 Euro heute, ne? Im Kiosk hier. Der Kiosk auf Instagram, der Kiosk auf Instagram. Und auf YouTube. Aber ihr seid so hässlich, lasst die Maske auf. Aber bitte mit Maske, weil ihr seid ziemlich hässlich, ne? So, dann komm, let's go. Marc, mach du mal das Foto. Marc, kannst du mir das Foto machen? Der zittert so. Marc, komm, der ist so am Zittern hier. Seid ihr aufgeregt, weil so ein Star da ist? Wunderbar, perfekt einfach nur. Seid ihr aufgeregt? Okay, und der Hässliche ja. Noch? So, jetzt noch eine Dicke dazu. Rauchen macht einen kleinen Pimmel. Ach so, die sind gesünder? Rauchen macht einen kleinen Pimmel. Darf Rauchen ich mal gucken? Macht einen kleinen Schwanz. Ich habe ja auch einen, ne? Na, meinst du, was ist das? Ja, groß ist er nicht, ne? 2,50 vom Lotto. Kaffee. Mit einem Kaffee. Das ist mir zu viel. Ah! Das ist zu viel hier. Ich drehe durch, ey. Kennen Sie den Tornado? Nee. Entzünde den. Entzünde den Tornado. Du schaffst das Ding auszutrinken. Um Gottes Willen, da scheiße ich hier auf den Boden. Aber Marc, du hast viel los hier, ne? War schon Wahnsinn. Schon, ja. Schön, dass ich Statisten bezahlt habe dafür. Ehrlich? Ja? Du hast einen dicken Bizeps. Zeig mal deinen Bizeps. Nee, T-Shirt aus. T-Shirt aus. Komm, ja. Nicht kaputt machen. So, dann spann mal auch ein bisschen an. Und jetzt kann ich ja mal im Bauch boxen. So, kann ich hier mal vorne im Bauch boxen? Ja? Ja? Los, los. Ja? Soll ich dir echt mal richtig? Komm, mach jetzt, komm, okay, komm! Klar. Boah, geil. Alter. Okay, und jetzt auf die Eier. Ja, und jetzt in die Eier. So, da kommt der nächste. Dreh dich mal im Kreis und mach dich schwindelig. Bitte? Dreh dich mal im Kreis und mach dich schwindelig. Und dann springst du, tada! 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 Hallo! Hallo! Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Blowjob heute im Angebot. Blowjob haben wir heute im Angebot. Ist ein Cocktail, den machen wir hinten. Ja, ich habe immer mal mitbekommen, dass die Kunden, die so rumlaufen und gucken, meistens nicht klauen wollen, ne? Dann nehmen sie wenigstens den teuren Stuff. Aber ich habe da ein Auge drauf. Und Marc haut sie dann K.O. Und der Marc, der haut kaputt. Aber ein Tornado. Nee, nochmal ein neuer Tornado. Tornado, Marc, bitte. Tornado. Marc, Tornado, bitte. Ja, kotze ich bei deinem Gesicht auch.
Okay, reicht, reicht. Reicht, Marc, alles gut, ne? Übertreib's nicht, ist umsonst. Aber ja, ich mach mal einen Brief. So, einmal wiegen. Genau, wiegen wir. Ah, 9. Ich merk schon, da ist kein Geld drin. Ja, da ist kein Geld drin. Drogen? Sind da Drogen drin? Ja. Drogen sind da drin? Sehr gut. Sind da Drogen drin? Okay. Okay, how are you? Nimmst du den Scanner? Ja. How are you? 85 Cent ist noch. How are you? Der L hat wieder mal die Kunden abgezogen. My name is Revi. Nochmal. My name is Revi. I like to play football. I play Fortnite. In the morning, in the evening and in the afternoon. Wir bräuchten einfach 85 Cent. I play Fortnite every evening. 85 Cent, du Geringverdiener. Der nette Herr hat Drogen verschickt, ja. 9 Gramm. 9 Gramm Kokain. Kokain. Ne? Kokain hat er verschickt. Ja, ja, ist ja hier ein Drogenumschlagplatz. Der Hallo. Kiosk. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was Bestimmtes. Die Schmuddelzeitungen sind oben. Schmuddelmagazine haben wir heute nicht, ne? Welche? Schmuddelmagazine. Nee, da haben wir alles aus dem Sortiment genommen. Ne? Da haben wir tollen Alkohol hier oben. Kriegt man doch im Internet gratis. Ja, kann man ja im Internet gucken, ne? xnx.com. xnx.com. Hier Shane Rogue auch, zum Beispiel, ne? Xhamster gibt's auch. Jeder wichst. Was darf sein? Was darf denn sein? Wenn Sie was Süßes wollen, können Sie mich ja nehmen, ne? Komm mal, kassier mal. Schieß ihn mal mit der Pistole ab. Mach mal so. Tschu, tschu. Crazy. 1 Euro bitte. Ne, 99 Cent. Ne? Den wollen Sie nicht? Nein. Korrekt, ich bin reich! Ich bin reich! Ja! So, ne? Ich wünsch Ihnen den schönsten Tag, den Sie haben können. Ich wünsche Ihnen den schönsten Tag, den Sie haben können, ja? Alles Gute, alles Liebe. Ganz süßen Bello haben Sie da. Der wäre gut als Teppich. Du kleine Maus, du. Hm? Der wäre gut als Teppich. Den als Teppich? Schön. Tschüss. Mal aufschneiden, den Hund hier. Kurze Frage. Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Haben Sie eine Haftpflichtversicherung? Nee. Nee? Ah, wegen Ihnen habe ich eine Beule in der Hose. Eine Beule in der Hose gemacht. Kleiner Witz hier, ne? So, einmal. 1,50. War ein guter Spruch? Ja. Ja, geht so, gut. Ne? Geht besser, ne? So, wir brauchen aber echt nochmal Kleingeld hier. Das ist eine Unverschämtheit, dass wir den Leuten hier so... Das wäre deutlich das besser. Das wäre nett. Ne? Das wäre super lieb. Hallo, ich zeige Ihnen mal was. Wollen Sie mal was sehen? Entzünde. Entzünde. Den Tornado. Wie viel Uhr haben wir? 13. Sehr gut. 40. Ah, das ist es. Da habe ich richtig Bock auf meinen Job. So, was kann ich für Sie tun? Zweimal Vogue Blau. Zweimal was? Vogue Blau. Vogue Blau. Ist oben rechts. Oh, oben rechts? Na, 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 na. Ficken! Ficken! Einmal Presse. Presse ist immer gut. Presse. Lügen, Presse, Lügen. Bitte? Lügen, Presse, Lügen, Presse. Da lese ich wieder. Da lese ich. Spaß, Spaß. Komm, geben Sie schon mal her, rechne ich schon mal ab. So, der Kakao geht heute aufs Haus, ne? Haben Sie gehört? Das ist wunderbar. Ja, haben Sie gehört? Doch. Haben Sie gehört? Der Kakao geht aufs Haus. So, die Presse. Kann man die scannen hier oder wie? Der Herr, das macht 2 Euro. Das macht 2 Euro. Lügenpresse kostet sich ja weniger. Nein, 2 Euro? Nee, 2 Euro. Können wir die geben Sie mir die jetzt oder ich spreche in die Hand. So. 2 Euro einmal, Kakao geht aufs Haus. Ne? So, besser, gut, dass Sie gegeben haben, sonst hätte ich in die Hand gebrochen. Ein Keks? Gibt's sie nicht. Schmarotzer mag keiner. Jetzt werden sie aber dreist hier. Schmarotzer mag keiner. Die haben wir leider nicht. Schmarotzer mag keiner. Aber Kakao machen wir aufs Haus, ne? Schmarotzer mag keiner. Schmarotzer mag keiner. Dann gerne doch, ne? Schmarotzer mag keiner. Schmarotzer mag keiner. Ciao. Mann. So, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot, das können Sie ausschlagen. So geht der Spruch, ne? Ja. Entweder Sie zahlen 1 Million Euro dafür. Entweder Sie zahlen 1 Million Euro. Oder? Oder? Hier. Wunderbar. Geringverdiener. Dann würde ich sagen, kennen Sie den Tornado mit so einer Flasche? Ich zeig's Ihnen mal. Ich zeig's Ihnen mal kurz. Also, Brille am besten aus, wenn Sie haben Sie ja nicht. So, dann setzen Sie an. Entzünde den. Entzünde, ganz wichtig die Rotation, ja. Wenn Sie jetzt die Flasche wegmachen, kriegen Sie alles umsonst. Wenn Sie jetzt die Flasche leer trinken, kriegen Sie alles hier umsonst. Da reingesprungen, habe auch Corona, ne? Spaß, hier ist mein Test, alles gut. Aber ich biete Ihnen Folgendes an, Sie können sich eine Flasche nehmen, wenn Sie, jetzt aber darf man mal richtig einen durchziehen. Dann kriegen Sie einen umsonst von den Troschis. Und das, was Sie da haben. Ja? Und das, was Sie da haben, umsonst. Aber dann müssen Sie kurz einen Torni ziehen, einen kleinen. Und ich kann zu Hause erzählen, ich habe einen Obdachlosen geholfen. Na wirklich jetzt? Arbeiten. Kleinen Torni ist nichts. Ach, du und Arbeit. Das ist doch nichts, also wirklich. Als wenn Betteln Arbeit ist. Als Betteln Arbeit. Jetzt nehmen Sie doch die Flasche, die ist umsonst, die kostet 20 Euro normalerweise. Einen kleinen, einen ganz kleinen. 20% ist da drin. Gut, dann... Nehmen Sie sich einen 9-Mile-Wodka weg, geht auf mich.
Dann nehmen Sie sich eine 9-Mile-Flasche auf mich. Komm, geht aufs Haus. Geht auf, komm. Der beste Wodka. Der beste Wodka hier. Lecko, Schmacko, Fatzo. Damit auf der Arbeit aufkommen, das sieht der Chef gern. Nehmen Sie einfach alles mit und hauen Sie jetzt ab. Ja, nehmen Sie jetzt noch und jetzt raus jetzt hier. Raus, nehmen Sie das alles und raus. So. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Und geh mal Haare schneiden, Hippie. Und geh mal Haare schneiden, Hippie. So ein Haare schneiden auch mal, ne? Du Hippie. Der ist alle so verwirrt, die Kunde. Marc, trinken ist verboten. Marc, trinken ist verboten. Stell die Flasche jetzt hin, Mann. Arbeitet der immer so? Achso, arbeitet ihr immer so, so schlecht hier oder wie? Aaron, ich glaube, das waren jetzt, habe ich hier gemacht, 1,5 Stunden, 2 Stunden. Ich habe eine halbe Flasche getrunken. Das war wirklich viel? Ich fühle mich auf jeden Fall absolut bereit für den Job. Ich denke auch mal, dass das extrem gut gelaufen hier ist. Und dass die Troschis könnt ihr bestellen. Der Kiosk.job. Ich weiß gar nicht, oder heißt das wie Pascal? Der-Kiosk.de. Ja. Alles klar, ihr habt es gehört. Kommt auf jeden Fall gerne hier vorbei im Ghetto Weißensee. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Checkt auf jeden Fall gerne auf Aarons Kanal vorbei. Da haben wir eine Runde YouTuber-Anrufen mit Elektroschocks gespielt. Seitdem spüre ich meinen Arm nicht mehr. Es ist ein Traum. Und in diesem Sinne, checkt den Kiosk auf Instagram aus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Du machst den Monat viel zu lang. Sag ciao, einfach ciao. Tschüss. Ich gebe dir hier Props und du machst... Ja, die drei Zuschauer. Auf Wiedersehen, ciao. Der Bär.